Also, fast genauso cool wie die Waitomo Caves und vor allem umsonst. Einen wunderschönen guten Morgen am 26. Februar 2019 und ihr seht es, der Look ist wieder anders. Ich habe meine Kamera zurück. Yes! Vielen Dank an Alan und Fiona Newcomb. Die beiden waren so geil und haben während des Regens eine Plastiktüte über meine Kamera gestülpt auf dem Campingplatz, wo ich sie stehen gelassen habe. Und haben sie dann direkt hier zur Waihi Police Station gebracht, wo zwar keiner war, aber sie haben einen Officer angerufen, der dann hier in der Nähe war und haben sie ihm die Kamera gegeben. Den habe ich eben getroffen. Wir sind also heute Morgen hierher gefahren, nochmal extra von Oakland, also 2,5 Stunden nochmal gefahren heute Morgen, weil ich gestern Abend, kurz nachdem ich gesagt habe, ich habe meine Kamera nicht zurückbekommen, habe ich einen Anruf bekommen. Die hat gesagt, in der Waihi Police Station kannst du es dir abholen morgen. Wir sind hier hingecruised, jetzt morgens um 8, wir sind um 5 schon losgefahren. Jetzt morgens um 8 habe ich meine Kamera zurück. Alles ist wunderbar, sie funktioniert. Happy. Hätte anders laufen können, aber ja, jetzt habe ich sie zurück, das ist die Hauptsache. Jetzt wird erstmal gefrühstückt, zurückgefahren und der ganz normale Touralltag geht weiter. Die letzten Tage stehen an, bis nachher. Und ich glaube, die beiden haben sogar einen Zettel auf den Stein gelegt, damit wir Bescheid gewusst hätten. Genau, der war leider weggeweht, den haben wir jetzt nicht mehr gefunden, aber auf jeden Fall super nett. Und zum Glück habe ich die Telefonnummer von dem Police Officer hier gekriegt, ich kann mich also bei dem bedanken. Werde ich gleich auf jeden Fall tun. Super glücklich, ja, bis nachher. So, 3 Stunden Autofahrt später, ein bisschen Stau in Oakland und hier im Mittagessen sind wir in Waipu und machen den Waipu Coastal Track mit einer karibischen Aussicht, würde ich sagen. Gefällt uns, vor allem das Wetter. Spektakulär wie auf der Südinsel in Funakalki, aber auch cool. Geiler Blick auf die Pancake Rocks hier. Also wenn ihr auf einer Durchreise an der Ostküste nach oben im Northland seid, nehmt den Strand hier auf jeden Fall mit, vor allem wenn ihr surfen wollt. Surfmecker, eben waren zig Schüler hier im Wasser. Die Wellen scheinen hier perfekt dafür zu sein. Geile Strände, sollte man mitnehmen. So, eine halbe Stunde später sind wir an den Waipu Caves angekommen. Da soll es genauso Glühwürmchen geben wie in Waikato, aber halt umsonst. Schauen wir mal nach. Also, fast genauso cool wie die Waitomo Caves und vor allem umsonst. Daher ist es natürlich schwierig, weil viele mit ihren Lampen da rumfuchteln, dass man mal einen Moment erwischt, vor allem jetzt, wo man nachmittags kommt, deswegen lieber mal früh morgens oder spät abends gehen. Es ging eigentlich echt. War eine Schulklasse leider unterwegs, die ist erstmal durchgegangen, aber dann war es auch echt ruhig. Und wenn alle ihre Lampen ausmachen, dann leuchtet das halt auch echt schön. Haben wir vielleicht auch im Video ein bisschen gesehen. Ist ein ganz guter Ersatz für Waitomo, wenn man dafür kein Geld ausgeben will oder sowieso hier in der Gegend ist. Echt cool und super schnell zu erreichen hier. 1 Minute Fußweg vom Parkplatz. Daumen hoch. Jo. Next Stop, Whangarei Falls, direkt in Whangarei. Und nur 1 Minute Fußweg, also hier kann man auf jeden Fall mitnehmen. Wir kommen in Matapuri, direkt am Strand, einer der schönsten Strände Neuseelands angeblich. Und hier gibt es den Mermaids Pool, oder die Mermaid Pools.
die laut Marco geschlossen sind, laut seinem Bericht. Wollen wir mal um die Ecke schauen, ob wir die finden und ob die geschlossen sind oder nicht. Zum Glück ist es nicht gesperrt. Es scheint wieder sauber. Es haben wohl zu viele Touris reingepinkelt, deswegen wurde es gesperrt. Aber geiles Spektakel hier. Ein bisschen Respekt vor dem Wasser dahinter, aber sieht ganz safe aus. Ja, Baden in den Mermaid Pools. Wir sind mal wieder zu weicheinmäßig unterwegs, aber es ist trotzdem ganz cool hier unten. Haben wir nicht gefunden, aber der 20-minütige Walk hier hin durch den Wald und hoch und runter lohnt sich auf jeden Fall, würde ich sagen. Allein schon wegen der Küste. So, es war ein langer, harter Tag, dank der Rückholaktion der Kamera. Wir sind in Tutukaka auf dem Holiday Park Campingplatz und kochen und essen jetzt schön. Dann jetzt schön duschen und dann ab ins Bett. Ein bisschen müde. Also, bis morgen.